Der FC hier mit dem Anstoß. Endlich läuft die Partie. Die Gastgeber wollen es heute in erster Linie mit Kontern. Ganz alleine. Die Riesenchance. Tor für die Gäste. Und jetzt kann das Derby richtig losgehen. 1:0. Und wir sehen die Freude über dieses Tor. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Leon Bailey lässt sich den Ball nicht abnehmen. Jetzt gibt es einen Einwurf. Zingraven. Nun Lars Bender. Leon Bailey. Patrick Schick. Das ist natürlich ein guter Pass. Vielversprechende Situation hier, aber der Ball geht leider zum Gegner. Sie müssen aufpassen. Skiri. Wolf. Gute Chance für eine Flanke. Wolf. Aber er muss aufpassen. Weiter die Kölner. Und jetzt gibt's Ecke. Jetzt kommt die Ecke. Die kann er natürlich ganz locker halten. Da war bei weitem nicht genug Druck hinter diesem Ball. Moussa Diaby. Amiri. Schick. Nadim Amiri. Ball kommt weit. Was für ein Tor. Wunderbar, wie er diesen Volley getroffen hat. Absolutes Traumtor. Wir blicken noch mal kurz auf diesen Treffer. Erst die Flanke und dann wählt er das kurze Eck. Richtige Entscheidung. Er kann den Keeper überlisten. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Salih Özkan. Defensiv machen sie es gut. Baumgartlinger. Und jetzt haben sie den Ball. Ja, das ist ein guter Pass. Da wäre vielleicht Platz für Leverkusen. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Tolle Chance, aber kein Tor. Er fehlt dann so ein bisschen auch das Glück. Pass. Oh, in der Mitte, völlig frei. Schöner Kopfball, aber nicht das Tor. Ball geht haarscharf drüber mit ganz viel Pech.
Der Ball segelt platziert in den Strafraum, aber dann fehlt es an der Präzision im Abschluss. Ein bisschen zu hoch angesetzt. Bender. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Immer im Stau zu stehen ist öde. Besuchen Sie uns deshalb doch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Da schon die Nerven. Da macht das. Alle Infos finden Sie auf unserer Internetseite. Marius Wolf. Ah, oh, er kann klären. Nicht gut vom Verteidiger. Kann er was draus machen? Guter Einsatz, das war wichtig. Ein Pass mit viel Auge. So, Situation bereinigt. Leon Bailey. Das hätte sein zweites Tor heute sein können. Aber er macht ihn nicht. Trotzdem, gutes Spiel bisher. Elvis Redzepi. So, Freistoß Köln. Da geht er an allen Gegenspielern vorbei. Sebastian Andersson. Ah, oh, das war knapp. Toller Schuss, strammer Schuss, am Ende nicht vom Erfolg gekrönt. Leon Bailey. Mit Auge. Ja, das könnte was werden jetzt. Ball draußen, wird Einwurf geben. Sebastian Andersson. Könnte gleiche Höhe gewesen sein, aber er gibt Abseits. Na, das wäre eine gute Gelegenheit gewesen, aber Abseits dürfte hier die richtige Entscheidung gewesen sein. Bender. Leon Bailey. Patrick Schick. Amiri. So, eine Minute kriegen wir hier noch oben drauf. Und jetzt vielleicht die Leverkusener. Da kommt die Flanke. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Bailey. Er gibt Abseits. Schade, das wäre eine gute Chance gewesen. Bah, das war knapp, aber ich glaube, er lag damit richtig. Sinngraven. Gute erste Hälfte, sie liegen mit 2:0 in Front und nach der Pause müssen sie einfach so weitermachen. Das ist nicht sein Spiel bis hierhin, das kann er besser. Wenn sie hier noch was reißen wollen, dann muss mehr von ihm kommen. Die zweite Hälfte läuft. Die Leverkusener mit dem Anstoß. Tah. Sinngraven. Baumgartlinger. Jetzt Lars Bender. Jetzt das Anspiel auf dem Flügel. Sie müssen schneller spielen, dann könnten sie die Defensive überraschen. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Da verlieren sie den Ball. Lars Bender. Das ist Bailey. Gefährlich! Er ist noch heiß.
So, Konterchance, vielleicht jetzt. Könnte jetzt was werden. Kommt jetzt die Flanke rein. Parade von Radetzky, Gefahr noch nicht bereinigt. Amiri. Moussa Diaby. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Tor für Leverkusen. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hatte auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Vom Platz und lässt sich auf dem Weg noch mal ordentlich abfeiern. Und das völlig zu Recht, wenn du mich fragst. Das war eine Weltklasse-Leistung von ihm heute. Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe verdient. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Sebastian Andersson. Der FC hier in der Vorwärtsbewegung. Gut durchgesetzt, gefährlich. Noch ist die Chance da. Ball ist im Aus, es gibt Ecke. Jetzt kommt hier der Wechsel. Ecke kommt in den 16er. Ja, macht das da ganz sicher. Da können sie erstmal klären. Der Ball ist im Aus, das gibt Einwurf. Jannis Horn. Skiri. Und das ist der Ballverlust. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Patrick Schick. Ein Pass mit viel Auge. Guter Versuch. Wichtig, den Ball hat er sicher. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Und jetzt vielleicht die Leverkusener. Da war mehr drin, aber der Abschluss war nicht gut genug. Es gibt einen Wechsel. Moussa Diaby. Flanke kommt weit. Jetzt wird es hier Eckball geben. Also anhand der Gesänge kann man wohl davon ausgehen, dass die Fans grundsätzlich zufrieden sind mit ihrer Mannschaft. Da bin ich ganz bei dir, Wolf. Die Leistung der Mannschaft passt. So, Ecke kommt. Schwacher Abschluss, da hat er den Ball nicht voll erwischt. Ballbesitz verloren. Amiri. Moussa Diaby.
Da geht er dazwischen. Sie machen schon sehr früh Druck. Starker Zweikampf. Bellarabi. Schick. Da muss er hin und holt sich den Ball. Und jetzt läuft die Uhr natürlich für sie. Sie waren gut im Spiel, führen sicher und werden das Ding hier nach Hause schaukeln. Gefährlich. Gute Chance für eine Flanke. Das macht er sehr gut. Klasse Tackling. Leon Bailey gibt abseits. Da läuft er einen Moment zu früh los. Und jetzt wollen sie wechseln. Die Nummer 4, Jonathan Tah. Neu im Spiel, die Nummer 6, Alexander Dragovic. Er überzeugt heute als Passgeber. Erneut so ein hervorragender Pass. Flagge jetzt. Oh, Pech. Der Ball geht neben das Tor. Da fehlt nicht viel. Ein super Kopfball. Macht alles richtig. Und ich glaube, alle hatten ja schon den Torschrei auf den Lippen. Die Nachspielzeit ist eingeblendet. 2 Minuten gibt er den Teams noch. Fängt diesen Ball ab. Amiri, Patrick Schick. So, und damit hat Leverkusen dieses Derby gewonnen. Es ist ein toller Derby-Sieg, auch in dieser Höhe absolut verdient. Wir müssen lange zurückdenken, wann es zuletzt so einen Erfolg gegeben hat.